Willkommen zu Kita Today, unserem fast werktäglichen Kita-Format. Mit mir in unserem jetzt gerade nicht kleinen Film- und Tonstudio, sondern an anderer Stelle ist meine sehr geschätzte Kollegin Frau Zimmer, Daniele Trenner. Hallo. Und wir müssen ja in Zeiten von Coronavirus, wir müssen nochmal überlegen, ob wir das in den Titel reinpacken, weil Facebook und Co., die werten jetzt Videos in der Verbreitung ab, die diesen Titel dieses bösen kleinen Viruses da drin haben. Kann man auch nachvollziehen, oder? Kann man auch nachvollziehen, weil zu viele Leute einfach diesbezüglich ohne Ende Schrott und Angst verbreiten wollen. Egal, jedenfalls uns geht es darum, dass die Kita-Schließungen nach und nach sich verbreitet in Deutschland zeigen und dann natürlich auch die Frage hochkommt, wer bezahlt dann letztendlich die Trägerschaft, also den ganzen Betrieb des Ganzen weiter. Und da kriegen wir auch schon die ersten Anfragen, nicht wahr, Frau Kollegin? Stimmt, genau. Und es ist natürlich unterschiedlich. Also es gibt einmal irgendwie möglicherweise in Berlin und Hamburg die Gutscheinfinanzierung. Das heißt, da ist relativ klar, was von der jeweiligen Stadt kommt. Ansonsten wird es natürlich auch von Land und Gemeinde und so weiter teilfinanziert. Aber es geht ja hauptsächlich um die Elternbeiträge. Weil bei den Elternbeiträgen wird es dann spannend, okay, muss man die weiterbezahlen oder nicht? Denn ich kriege ja auch keine Betreuung. Also warum soll ich irgendwie weiterbezahlen? Und das war eben die Frage. Auf jeden Fall. Und das Problem ist eben in dem Zusammenhang, nur weil die Einrichtung geschlossen wird, laufen ja für den Träger die ganzen Kosten natürlich weiter. Klar, er spart auf einer Seite vielleicht marginal Strom, etwas mehr an Einkauf für lecker Essen. Gesundes Essen, hoffen wir. Aber natürlich der große Batzen, Miete, Pacht und vor allem die Löhne, die werden weiterlaufen. Egal, ob jetzt es mit Coronavirus zusammenhängt oder hier vorsorglich noch was anderes mit reinspielt. Wer da als Erzieher zu Hause bleibt, hat erstmal weiter einen Lohnanspruch. Und deshalb vielleicht ganz wichtig in diesem Zusammenhang. Moment. Nicht, weil der Erzieher zu Hause bleibt, hat er weiter einen Lohnanspruch, sondern wenn die Einrichtung geschlossen wird vom Gesundheitsamt, dann verliert er den Lohnanspruch nicht. Beziehungsweise der Träger sagt, pass auf, das ist mir alles jetzt hier zu heiß, ich werde vorsorglich selber zumachen, ich werde den Betrieb einstellen, weil ich es gerade im Rahmen des Kinderschutzes lieber nicht verantworten will, dass mir eine Behörde zu zögerlich den Betrieb untersagt, sondern weil ich mir einfach denke, das ist zu viel, das ist zu nah dran und bis die Tests irgendwie Klarheit ergeben, möchte ich ungern hier das Risiko für meine Kinder eingehen. Auch dann natürlich haben die Erzieher einen entsprechenden Lohnanspruch. So, worauf wir eigentlich jetzt hinaus wollen ist, Leute, guckt euch was an? Eure wie genau nennt man sie? Also es gibt solche Betriebsversicherungen, die manchmal auch so einen Passus enthalten, von wegen, wenn aus Gründen, die nicht beim Träger selbst liegen, was geschlossen werden muss oder der Betrieb nicht weitergehen kann, dann zahlen wir euch den Ausfall. Richtig, also im Rahmen der Betriebshaftpflichtversicherung ist vielleicht manchen Trägern auch noch, ich will es vorsichtig sagen, aufgeschwatzt worden, dass man doch eine Betriebsunterbrechungsversicherung auch noch mit abschließen möge und die könnte ja jetzt für den vielleicht drohenden Fall relativ hilfreich sein und die sowas noch nicht haben, die können doch mal ihren Versicherungsmakler anrufen und fragen, wie sieht's aus? Was ist denn, wenn ich so ein Ding jetzt noch zusätzlich abschließen würde? Hätte ich da eine Wartezeit, bis ihr auch zahlt, wenn es zur Betriebsunterbrechung kommt? Oder komme ich sozusagen ab sofort in diesen Genuss? Das so als kleiner Hinweis in diesen doch recht bewegten Zeiten von uns. Und ansonsten gilt, was wir auch im letzten Video gesagt haben. Bleibt gesund. Auf jeden Fall. Bis dahin. Morgen geht's weiter. Ciao.